Damit willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tag, der durch die Film-Community umgeht. Und ich dachte mir, sind wir ganz ehrlich, wenn der bei Mr. Schrotti 11 landet, landet der auch unweigerlich beim Alex. Das habe ich auch schon gesehen. Und wenn der Tag beim Alex landet, landet das auch unweigerlich bei mir. Nichtsdestotrotz habe ich mir aber schon beim Ansehen der Videos gedacht, auf die Fragen hättest du durchaus Bock. Und deswegen drehe ich hier schon mal vor, bevor ich überhaupt getaggt wurde. Ne, habe aber trotzdem schon mal grünes Licht durchgegeben zu Aquifels Filmmaker. Also hier, wenn du gedenkst, mich hier zu taggen, dann mach das ruhig. Hätte er so und so gemacht. Aber ja, ich hatte Lust auf die Fragen. Die wirken doch dementsprechend schon so, dass ich mir denke, dazu kann und will ich auch was sagen. Wir hatten in letzter Zeit schon mal diesen... Oh, wie hieß er? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, Schauen und Sehen Tag. Da ging es auch irgendwie um diese Sehgewohnheiten von Filmliebhabern und Filmkennern, wie sie denn ihre Filme wahrnehmen und gucken und bliblablub. Und cooles Filmwelt, da habe ich mal ganz kurz reingeschaut, hat jetzt hier diese 10 Fragen gestellt und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich habe mir das Ganze hier aufgeschrieben, werde ich auf euch nochmal einblenden. Und am Ende des Videos werde ich wieder ein paar Leute taggen. Also zumindest nicht zwangsläufig, muss ich sagen. Ich habe natürlich Bram Stokers Dracula hier und ich habe auch Mary Shelleys Frankenstein hier, aber auch nur aus den Gründen, weil ich mir sage, als so großer Horrorfan, der ich schon immer bin, ist es eigentlich Pflicht, dass man sich das mal zur Brust nimmt, ne? Dass man sich das mal durchliest und mal sieht, was hat der Roman auf sich, was haben natürlich die legendären Filmauflagen auf sich. Und was ich sonst noch habe, ihr kennt mich, ihr wisst, hier Fachliteratur, die gibt mir doch eindeutig mehr von den jeweiligen Kritikern und Professoren der Filmanalyse. Das ist mehr meins, das beschäftigt mich und das lese ich auch gerne. Und natürlich habe ich auch noch von gewissen Autoren der Horrorliteratur die Gesamtwerke, zum Beispiel Lovecraft. Da ist es immer ganz nett, wenn man mal einen Film erwischt. Na, da kann man mal gucken, wie hat er den jetzt adaptiert oder auch nicht. Dann habe ich natürlich Aleister Crowley. Das Gesamtwerk, obwohl ich, da müsste ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, ob es wirklich spezifische Aleister Crowley-Verfilmungen gibt. Und nein, Victor Crowley aus den Hatchet-Filmen gehört definitiv nicht dazu. Und natürlich das Gesamtwerk von Edgar Allan Poe. Ja, da gibt es ja auch diverse Verfilmungen, gerade auch mit Vincent Price, weil die auch immer sehr atmosphärisch und sehr gruselig schön sind. Aber so jetzt ansonsten, also zu all diesen Filmen mit all ihren Romanen, noch erstens hätte ich gar nicht so viel Platz. Zweitens hätte ich gar nicht so viel Zeit und bei manchen auch nicht das Interesse. Nee, also nee, dafür gibt es Webseiten, ne? Dafür gibt es die berühmt-berüchtigte schnittberichte.com. Falls mich denn wirklich mal ein genauer Hinblick interessiert auf Schnittfassungen, wo fehlt da jetzt was oder wo, welche Szene ist da der Schere zum Opfer gefallen. Ansonsten habe ich ein relativ gutes, identisches Gedächtnis, sodass mir dann später oder mittlerweile schon beim Sehen der Uncut-Fassung auffällt, da differenziert sich jetzt was im Bild. Ne? Also da liegen eindeutige Unterschiede und das ist, diese Einstellung war doch bei Weitem kürzer als wie jetzt und das sorgt immer so ein bisschen für einen angenehmen Aha-Effekt und manchmal auch bei manchen Szenen und Filmen denkt man sich so, boah, geile Scheiße, ne, ihr Dreckschwein habt das rausgeschnitten. Oder es betrifft jetzt zum Beispiel Szenen, die beim Editing rausgefallen sind, wo man nachher im Nachhinein nochmal drüber lesen kann, wo mich der Film dann so catcht, dass ich sagen muss, das hätte mich jetzt so interessiert, da musste wirklich nochmal nachgucken. Ne? Aber das ist ein seltener Fall. Ne? Hier bezieht sich sehr eindeutig mehr auf Gewaltszenen, die fehlen. Und wie gesagt, dafür gibt es Schnittberichte. Ja, mittlerweile muss ich sagen, dass ich nur noch im seltensten Fall die deutsche Synchronisation gucke. Also,
bei Filmen nach den 2010ern, 11ern, wo ich dann damals schon gemerkt habe, die Synchroarbeit ist erstens nicht mehr so gut. Viele der guten alten Synchronsprecher, die du aus der Kindheit noch kennst, ne? 80er, 90er Kind, da weißt du so in dem Sinne, wie die Filme geklangen haben für dich, für uns. Und das hat er nachgelassen. Da bin ich auch schon auf die englische Synchro umgestiegen. Und mittlerweile, es ist ganz selten mal, dass ich während der Erstsichtigung hier noch die deutsche Synchronfassung nehme. Ne, ansonsten wirklich nur noch O-Ton. Weil ich auch damals zu Beginn dieses Umschwungs gemerkt habe, auch die Tonabmischung ist viel, viel schlechter in der Synchro. Es klingt einiges dumpfer. Ne, wir kriegen nicht immer die DTS-Tonspur geboten auf der... Ja gut, mittlerweile haben wir die Blu-ray, da versteht sich das, aber nee, ich bevorzuge doch immer den O-Ton, weil du halt dann direkt auch am Filmwerk bist. Sprich, du hast dann auch einen besseren Bezug zu versteckten Dialogen oder Witzen, ne, die in der Synchro-Fassung uns entweder schlecht synchronisiert sind oder gar nicht aufgehen können, weil sich das halt nicht... ja, mit den Sprachen deckt, weil das manchmal gar nicht übereinstimmen kann. Ne? Da kann uns manchmal ein bisschen was verloren gehen, was dann dem Film wahrscheinlich einen Abbruch tut, der so gar nicht beabsichtigt ist. Ne? Also nee, ich gucke wirklich nur, also ausschließlich englischen O-Ton, englische Synchro. Ne? Wenn ich mal einen Retro-Flair habe oder wenn ich einen Retro-Flair haben will, dann gibt es auch bei 80er, 90er oder 70er Filmen oder 60er, das ist ganz klar, die gute alte deutsche zackige Synchro, ansonsten, also man kann wirklich sagen, 90% O-Ton, wenn er in Englisch ist. Und da kommen wir jetzt auch sehr gut zur vierten Frage. Genau, diese Frage bezieht sich nämlich jetzt auf den wirklichen O-Ton, gesetzt dem Fall, der Film kommt man nicht aus den USA, ne, oder aus England. Ja, wo es ja dann Englisch wäre, das versteht sich von selbst. Sprich, wir sprechen von ausländischen Werken aus Frankreich, aus Fernost, aus Asien oder was weiß ich woher. Und da habe ich es dann doch lieber, wenn ich zumindest englische Untertitel habe. Ja, wie zum Beispiel, wenn mir der gute Alex hier ein Geschenk macht, ne, die Samurai Collection. Ja, das hat natürlich nur japanischen O-Ton. Das verstehe ich natürlich nicht. Und da ist es schon lieb, wenn ich zumindest englische Untertitel habe. Wenn ich da mal den Service geboten bekomme und mir so eine Auslands-VÖ angucke und die haben zufälligerweise deutsche und englische Untertitel mit dazu, dann wähle ich trotzdem die englischen Untertitel, weil das mir halt noch mehr transportiert, weil ich einfach die Sprache viel cooler finde. Und sollte ich, das ist auch schon vorgekommen, Filme geschickt bekommen haben in Mystery-Paketen, die komplette Auslandsimporte waren ohne Synchro, versteht sich, aber auch ohne englische Untertitel. Sprich quasi mit nichts, komplett Französisch oder Chinesisch, ne? Mandarin, Kiwi, Orange, dann fliegt sowas ungesehen bei mir raus. Weil, was bringt mir das? Klar, ich kann mir die Handlung über das Bild zusammenreimen, aber ob ich den Film dann auch wirklich verstehe, das ist die eine Frage. Und zweitens ist es fragwürdig, da noch eine Rezension darüber zu schreiben, wenn ich den Film noch nicht mal richtig auffassen konnte. Das ist sinnlos, sowas brauche ich nicht. Das ist ganz einfach beantwortet. Der gute alte Film. Muss jetzt nicht unbedingt gezielt sein, ne, wenn er mal mit dabei ist oder wenn es sich anbietet, dann ist das sicherlich interessant. Da freue ich mich drüber. Obwohl dieses Jahr habe ich es gemerkt, nach meinem Hitchcock-Monat, dass ich dann doch trotz der 19, 20 Filme, die ich von ihm schon habe, dass ich da noch mehr von ihm sehen wollte. Auch Werke, die weiter zurücklagen, wo ich sehen wollte, ne, wie hat er sich entwickelt. Das werde ich dann auch noch sehen, weil ich habe mit den Collection noch nicht mal richtig angefangen. Aber jetzt so an sich gezielt, dass ich sagen muss, boah, der Schauspieler hat mir jetzt so viel geboten, ich muss alles von dem sehen. Da ist auch sicherlich viel Grütze dabei in den Anfangszeiten. Nee, das muss ich nicht haben. Und wenn es sich anbietet, auch na gut, eine Tarantino Collection, da hast du nun mal alles zusammen. Oder nee, Bergmann habe ich auch bloß Best of. Bei Bergmann muss ich auch noch erstens mal dahinter steigen und zweitens noch mal richtig einsteigen. Der hat mich doch echt herausgefordert.
Ja, am besten Fall sollte er zum Film passen, würde ich jetzt mal sagen. Also er sollte zum Beispiel zur Stimmung beitragen oder den Showdown ein bisschen besser hervorheben oder gewisse Charaktere vielleicht noch ein bisschen etablieren. Wenn ich da an Cheyenne denke von Spiel mir das Lied vom Tod, obwohl in dem Film ist der ganze Soundtrack einfach genial. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich Empfehlungen bekomme von jemandem, der mir sagt, den Film, den musst du dir unbedingt zulegen, weil er hat so einen geilen Soundtrack. Und, ja, Baby Driver mal genommen, ne? Das ist ein absoluter Scheißfilm. Nee, also ist mir erstens nicht wichtig und wenn er mir so sehr gefällt, dann wird er konvertiert und gedownloadet. Also komischerweise, ich als Hardcore-Sammler, ich muss mal sagen, ich gebe einen Scheißdreck auf physische Medium für Musik. Das ist ganz komisch bei mir. Das ist auch sicherlich, das kann man kritisieren und verwerfen. Könnt ihr machen, aber ja, das ist komisch bei mir, dass ich darauf wirklich ein F*** gebe. Das verstehe ich nicht. Also die Frage, wie kann man denn nicht ins Kino gehen wollen? Und wenn es jetzt wirklich der Fall wäre, wüsste ich nicht, was mich dazu bewegen könnte. Natürlich am einfachsten gedacht, natürlich der jeweilige Lieblingsfilm. Ne? Part 3, Jason, das wäre mal cool. Oder halt der Todmacher. Oder. Ja, nee, aber ansonsten, wie kann man nicht ins Kino gehen wollen? Ne? Sicherlich würde ich gerne öfter gehen, ja, aber man denkt halt auch immer nicht dran und dann ist der Film schon vorbei und ne, Freunde sagen ab etc. oder haben nicht so das Interesse am jeweiligen Film oder ja, nee, also ansonsten, es ist eine ziemlich blöde Frage. Nee, ist nicht vorgekommen, also bei Weitem nicht. Ne? Und selbst wenn, ne, man ist ja typisch deutsch und auch wenn man sich dann beschwert, denkt man sich, Geld zurückverlangen, dann muss ich wieder diskutieren und muss mich anstellen. Ich würde sicherlich Leute kennen, die das machen würden. Ne? Aber nee, ist noch nicht vorgekommen. Und naja, auch bei der Zielgruppe, die ich im Kino verfolge, ja gut. Man sollte niemals nie sagen, ne? Gerade heutzutage. Also kann auch mal komplett daneben liegen. Endlich kommt mal eine interessante Frage, wo ich auch mal eine andere Antwort geben kann als all die anderen Filmkollegen. Denn meine Filme, die ich gucke, beziehungsweise mein jeweiliges Programm, ne? Manchmal ist es ja auch Wrestling, das startet frühs um 4 Uhr. Wenn ich aufgestanden bin, ja, ist wirklich so, weil ich habe, klar, dann danach gehst du arbeiten, ne, nach so 3 bis 4 Stunden, nachdem ich hier den Morgen in Ruhe wirklich genossen und gestartet habe mit dem schönen Film und mit schönem Wrestling und dazu meine Rezension geschrieben habe, danach beginnt für mich der Arbeitstag, ne, dann tausche ich meine Post aus und dann komme ich nochmal das nach Hause und dann habe ich auch, dann muss ich was essen, dann habe ich hier meinen Haushalt, dann habe ich meinen Sport, dann habe ich noch YouTube-Kollegen, die auch angeguckt werden wollen, ne? Jeder will was von einem. Und dass ich wirklich mal abends komme ich in der Woche, komme ich da überhaupt nicht dazu. Am Wochenende auch nur ganz selten, weil dann bist du wieder am Video produzieren und am Schneiden und machen und gucken, ne? Wie produzierst du die nächsten Monate vor, was schreibst du noch, was willst du gucken, was nimmst du dir ins Programm. Und dann, wie gesagt, Ernährung und Sport. Gut, das ist weitgehend reguliert. Das geht von selbst, Gott sei Dank. Aber ja, nee, also ich würde abends nicht dazu kommen, noch einen Film zu gucken. Da würde ich auch wegpennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Früh ist es wirklich wunderbar. Da hast du deine Ruhe. Ne? Vor allem oben drüber und unten drunter und von den Seiten. Es ist alles still und ruhig und alles liegt noch im Koma, kannst du sagen, und pennt noch. Und ja, das ist einfach herrlich. Dann geht dann so langsam die Morgendämmerung auf. Das ist geil, vor allem wenn du die Evil Dead guckst oder irgendwelche Dracula-Filme. Und ja, also wie gesagt, morgens um 4 Uhr und auch am Wochenende und auch im Urlaub und auch an Tagen, wenn ich frei habe. Das ist bei mir wirklich konstant. Manche, die mich kennen, die wissen das. Ne? 3.45 Uhr klingelt der Wecker. Und ja, so hat sich das bei mir in den letzten Jahren eingependelt. So liebe ich das. Also ich liebe es wirklich extremst.
und möchte davon auch nicht abweichen. Und ja, ist für mich der perfekte Start in den Tag mit einem Film. Naja, siehst du mal, da sind wir doch hier ziemlich schnell durchgerutscht, würde ich sagen. Und dann nominiere ich jetzt noch 3 Kanäle. Und davon sind 2 jüngere. Ja, einmal Toms Filmengel, ne, der liebe Thomas. Da kann er sich mal ein bisschen mit einem Tag auseinandersetzen. Und ich bin sicher, er hat hier zu diesen Fragen ein bisschen was zu erzählen. Dann ein Kanal, den ich letztens erst entdeckt habe, der auch ziemlich neu ist. Und das ist der gute Bobby von Musik, Horror und Firlefanz. Ne, natürlich, wenn die Kanäle unten getaggt sind, sind die auch automatisch verlinkt. Und dann, wie schon gesagt, der Kanal, den ich komischerweise immer übersehen habe, wenn ich Leute getaggt habe, den Dominik. Den vergisst nämlich irgendwie jeder beim Taggen. Ich weiß nicht warum. So, gut. Dann sind wir ja durch mit dem Video. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne eure Kommentare in die Kommentarbox. Und dann sehen wir uns ja, bestimmt im nächsten Video wieder drüben wieder im Dave's Movie Place. Wir haben heute mal ein bisschen aus dem veränderten Wohnzimmer produziert, weil ich hatte da einfach mal Bock. Und ja, eine Roomtour gibt es jetzt nicht. Die gibt es zwar irgendwann mal nächstes Jahr, keine Ahnung. Bis dahin, bleibt gesund, take care, kümmert euch um euch selbst und macht's gut. Euer Dave von Dave's Movie Place. Oh, das hast du schon wieder Pest, ne? Fun Fact Nummer 364 von mir. Oh. Mit diesen Facts muss ich auch mal wieder weitermachen. Da kriege ich wirklich Gänsehaut, so ekelhaft ist das. Ja. Der pure Horror.